Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13 mit mir, mit eurem gut gelaunten Badeschlappen und mit einem Team, das momentan anscheinend richtig gut drauf ist. Denn jetzt passt mal auf, wenn wir reingehen. In, wo gehen wir denn rein? Hier unten in den Kalender. Sehen wir, wir haben zuletzt gewonnen gegen Hertha BSC Berlin mit 1:0. Dann haben wir gespielt gegen Pauli im Pokal, ebenfalls gewonnen. Gegen Mainz auch gewonnen, gut davor gegen Anderlecht verloren. Aber das heißt, drei Spiele in Folge mit drei Siegen in Folgen, das ist doch Wahnsinn, oder? Für meine Verhältnisse. Und jetzt geht es gegen Funchal, da ist es auch möglich zu gewinnen. Dann geht es gegen 1860 München, da ist es auch möglich. Und gegen Frankfurt auch, also da stehen doch vielleicht ganz schöne und nette Wochen vor uns. Dann haben wir natürlich noch wieder unser Spiel mit Frankreich gegen Dänemark, gegen die Schweden, dann das Spiel gegen Wolfsburg, gegen Augsburg. Also das sind relativ machbare Aufgaben, sage ich mal, in den nächsten Wochen. Aber natürlich sollten wir auch da möglichst konzentriert reingehen und die Dinge holen. So, Rückspiel. Wir verunsichern nochmal Funchal. Ich glaube, wie haben wir denn da das Hinspiel eigentlich gespielt? 2-1, glaube ich, ne? Gegen Melby haben wir auch gewonnen. Gegen Anderlecht haben wir jetzt verloren. Und gegen Funchal haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen. Müsste schon so sein, ja. Glaube ich, stimmt. Okay, dann gehen wir rein. Mannschaftstechnisch. Es gab wieder sehr viele Kommentare von euch bezüglich der Mannschaftsaufstellung. Natürlich. Und zwar, dass ich mehr rotieren soll. Und auch wenn es jetzt ein wichtiges Spiel ist, habe ich jetzt vor, mal ein bisschen zu rotieren. Wobei ich würde sagen, die Innenverteidigung lassen wir mal so, wie sie ist. Im Mittelfeld werden wir mal ein bisschen rankommen und ein bisschen rangehen. Beister darf rein. So, Cigerzi darf mal wieder rein. Für Nordwald. Esswein möchte ich mal mit Son vorne spielen lassen, habe ich mir überlegt. Mlappa raus, dafür Rupp rein. Mlappa ganz weg. Dafür nehmen wir, wow, Schaka auf einer 79. Nehmen wir Schaka nochmal mit. So, und die, ob... doch, der Bock darf nochmal spielen, komm. Weil wir ihn so lieb haben für Wendt. So, Holtby vorne drin. Lassen wir nochmal Kittel ran. Und dann würde ich sagen, passt das soweit. Dann hätten wir eine ganz schöne Rotation durchgeführt. Im Tor testigen natürlich Janschke, Dominguez, Papadopoulos und der Bock. Also der Bock nur reingerutscht, sonst alles wie immer. Dafür im Mittelfeld Beister, Cigerzi, Rupp und Kittel. Vier neue Mann. Und vorne Son und Esswein, da haben wir auch einen neuen. Sprich, Esswein darf ran im Sturm zusammen mit Heung-min Son. Bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Deswegen probieren wir es einfach nochmal. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drum rum. Vorschau, ja, brauchen wir auch nicht mehr durchlesen. Ist immer dasselbe hier bei FIFA. Wir gehen einfach rein ins Spiel. Wir spielen auswärts in Portugal. In Blau. Und Funchal in Grün-Rot. So, Profi. Wir haben, glaube ich, schon mal durchgesprochen, dass die keinen haben, den man irgendwie kennen muss unbedingt. Wir können aber reingehen in die Tor-News-Auswahl. Und vielleicht mal ein paar interessante Spiele mit reinnehmen. Vor allem natürlich uns das erstmal. Anderlecht gegen Melby. So, denn ich glaube, das hängt richtig eng zusammen bei uns in der Gruppe. So, und die Deutschen nehmen wir auch noch mit. Zack, zack. Okay. Dann passt das, dann gehen wir rein, spielen wir ein bisschen. Mjelby haben sie zuletzt geschlagen mit 5:0, davor zwei Niederlagen gegen uns und gegen Anderlecht, was die Europa League betrifft. Keiner verletzt, keiner gesperrt. Also anscheinend mit der besten Elfter momentan am Auflaufen, was natürlich für uns trotzdem heißt, dass wir hier gewinnen wollen, gar keine Frage. Deswegen, einfach mal weiter drücken, rein geht's. Funchal gegen Borussia Mönchengladbach. Mal gucken, hoffentlich, jawohl, perfekt. Da sehen wir noch die Tabelle. Und zwar Gladbach 6, Anderlecht 6, Funchal 3, Mjelby 3, gegen wen hat Mjelby 3 geholt? Auf jeden Fall wird es richtig eng hier. Und mit dem Sieg können wir uns auf jeden Fall mal richtig Luft verschaffen und richtig rausrucken. Dann hätten wir eigentlich schon fast den Einzug in die nächste Runde. Nicht sicher, aber wir sind sehr nah dran. Allerdings natürlich mit einer Niederlage würden wir uns da schon wieder ein bisschen weiter entfernen. Gar keine Frage. So, Sonnen... oh, schade. Aber es sind schon mal die Lücken da. Man hat es gleich gemerkt. Da hätte ich sogar noch ein bisschen gehen können. Wäre vielleicht mehr drin gewesen. Jetzt Funchal das erste Mal. Wolfsburg führt gegen die Young Boys aus Bern mit 1:0. Jetzt oben Son. Guter Ball. Oh, schade. Und Anderlecht mit dem 1:0 gegen Melby. Anderlecht damit stand jetzt Tabellenführer in unserer Gruppe. Oh, und die machen das gut. Heldorn da außen. In der Mitte ist er ganz frei. Gott sei Dank so eine schlechte Flanke. Oh, eine schlechte Ballannahme. Und das Ding springt jetzt aus. So, ich versuche mal jetzt ein bisschen das Ganze rauszuspielen. Ich hoffe, ich denke dann dran und bolze das wieder nicht einfach blöd nach vorne. Denn die Kopfbälle, das ist ja so eine Sache, ist für sich bei uns. Die gewinnen wir ja sehr selten. Jawohl, da haben wir ihn. Schau mal oben. Jawohl, auf Maxi Beister. Zeig was, Junge. Guter Ball. Son startet durch. Wunderschön gemacht. Heung-min Son. Legt zurück. Da ist Beister. Eieiei, gute Chance. Beister da ein bisschen komisch zum Ball gestanden. Hätte er noch ein bisschen sich Zeit lassen müssen oder sollen, dann wäre da vielleicht mehr drin gewesen. Und er steht hier ganz frei.
Kein Foul. Gut gesehen vom Schiedsrichter. De Bock macht das stark. Spielt auf Rupp. Rupp sieht Zigerzi durchstarten. Den kriegt er noch. Zigerzi schön auf Kittel. Der mit der Flanke. Esswein hinten. Und Son kommt auch nicht hin. Und nochmal Rupp. Lukas Rupp. Kittel. Kittel! Und der ist drin! Wunderschön von Sonny Kittel. Ins lange Eck geschlänzt und von der Latte prallt er zurück. Und Gigerzi mit dem Einzel. Aber das schon. Oh, Leute. Was ein schönes Ding von Sonny Kittel. Und 1-0 steht 15. Minute. Zigerzi, der rein rotierte Mann. Ebenso wie Kittel. Also beide machen das wunderbar. Und damit steht es 1-0 für Gladbach. Und so muss das sein. Aber was ein Schuss von Sonny Kittel. Mein lieber Schwede. So, auf geht's. Janschke. Vielleicht gleich die nächste Chance. Schöner Ball nach vorne auf Alex Esswein. Esswein! Oh, den muss er machen. Den muss er machen. Und dann steht's hier 3-0. 2-0 natürlich. Und dann ist das Ding durch. Sage ich jetzt einfach mal so. Auch wenn erst ein paar Minuten gespielt sind. Aber man merkt schon, da sind die Lücken groß bei Funchal. Da hat man gute Chancen, mal schön durchzukombinieren. Jetzt vielleicht wieder mit Heung. Oh, Son. Und auch da kommen wir nicht ganz hin. Jetzt vielleicht mal die Überzahlsituation für die Portugiesen. Mit Fidelis. Oh, wollte er ihn abgrätschen da. Und hat ihn sogar. Gibt nicht mal den Freistoß. Gut gemacht. Dominguez gleich wieder raus auf Beister. In der Mitte ist Son. Der kriegt ihn sehr schön. Auf Esswein. Geht vorbei. Alex Esswein spielt nach unten. Lukas Rob. Oh, da braucht er ein bisschen zu lang. Ist zu langsam den Ticken. Zigerzi. Auf Beister. Und dann wird es auch hier ein bisschen zu eng. Beister setzt sich aber nicht durch. Und da verliert er ihn sogar. Ah, ja, jetzt brauche ich wieder zu lang. Jetzt ist vielleicht die Chance da. Zigerzi. Schön auf Toni Janschke. Nach unten gelegt. Kittel auf Esswein mit der Flanke. Zigerzi. Und der verköpft. Der verköpft. Der verschießt nicht. Nee, der verköpft. Meine Güte, nächste große Chance. Und wieder war es Zigerzi, der da alleine vom Torwart auftaucht. Unser zentraler Mittelfeldspieler fast mit dem 2-0 hier. Und wie gesagt, das würde schon mal die Nerven um einiges beruhigen in dem Spiel. Wenn wir hier das zweite Ding machen. Das wäre dann auch schon fast sowas wie eine kleine Entscheidung, wie gesagt. Zumindest glaube ich das mal. Stand jetzt Funchal ja noch nicht mal mit dem Schuss aufs Tor, noch nicht mal in der Nähe. Jetzt aber vielleicht, gut aufgepasst, De Bock mal wieder, aber dann schlechter Ball. Aber die Defensivleistung von De Bock, das war auch schon in den Spielen so, wo wir ihn mal ranklotzen haben lassen. Da hat er immer gut gespielt. So, Esswein, komm entgegen. Jawohl. Schön auf Son. Auf Esswein. Oh, nach oben gelegt. Unten wäre er ganz frei gewesen. Habt ihr das gesehen? Ganz frei da unten, der Mann. Der gute Lukas Rupp. Und da haben wir ihn nicht. Die haben aber auch Glück hier mit ihrem Klein-Klein. Die Portugiesen. Jetzt De Bock wieder. Und er macht's wieder bärenstark. Laurent De Bock, bisher der Spieler des Spiels. Was der da hinten alles rausräumt, unglaublich. Noch da kommen wir wieder nicht hin. Funchal, vielleicht das erste Mal gefährlich vom Tor. Der Stegen kommt nicht. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, er pfeift jetzt Elfmeter. De Bock, schön nach vorne gespielt. Wolfsburg mit dem 2-0. Son auf Esswein. Auf Kittel, um Gottes Willen. Kittel, aber den kriegt er noch. Und in der Mitte ist Son ganz frei. Aber das war keine gute Flanke. War eigentlich abzusehen, dass die nicht gut kommen kann. Aber ich wollte es mal probieren. Son in der Mitte ganz frei. 40 Minuten sind rum. Nicht mehr lang zu spielen. Dann ist ja Halbzeit in Portugal. Und dann haben wir vielleicht die Führung sicher. Aber dazu muss jetzt erstmal Funchal ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise wir aufpassen, dass die nicht noch ein Tor schießen. Auf jeden Fall Freistoß. 42. Danilo Diaz mit dem Ball nach vorne. Oh nein. Das Ding ist da. Meine Güte, Riesenchance nochmal. Da stand er ganz alleine vor Marc-André Ter Stegen. Und nochmal die Ecke. Wieder Diaz, der Mann für die Standards. Aber gut gemacht von De Bock. Und dann kommt Esswein nicht hin. Gut gemacht. Esswein. Schön. Wunderbar auf Lukas Rupp. Oh, die Bälle ein bisschen zu ungenau momentan. Sonst würde hier auf jeden Fall mehr gehen. Jetzt aufgepasst. Oh, Funchal. Mann, jetzt wird es aber eine richtige Zitterpartie hier in den letzten paar Minuten der ersten Halbzeit. Und jetzt ist Schluss. Halbzeit in Funchal in Portugal. 1-0 führen wir durch das Tor von Gigerzi. Davor der wunderschöne Schuss von Sonny Kittel. Einer der schönsten Schüsse bisher, glaube ich, im FIFA Let's Play. Und so schaut es eben aus. Wunderbar. Traumhaft, aber ein bisschen müssen wir noch arbeiten. Wir gehen mal rein. Anderlecht Mjällby 1-1. Das ist gut, wenn die beiden unentschieden spielen.
dürften wir normal nicht meckern. Dann hätten die 7 und 4 und wir hätten 9. Ach, ich fange jetzt nicht das Rechnen an. Auf jeden Fall stünde, beziehungsweise nicht stünde, sähe es dann gut aus, wenn wir das Ding holen. Wenn wir hier 3-0, wenn wir hier gewinnen. 3-0 wäre schön, steht es aber noch nicht. Jetzt vielleicht. Cigerzi mit der Chance. Hat Platz. Cigerzi, jawohl, macht er gut noch. Legt in die Mitte auf Laurent De Bock, der auf Alex Esswein. Gut gemacht, schnell gedreht, gleich abgezogen. Aber der Keeper war noch da, schnell genug unten im Eck und hat das Ding. Und gleich wieder Funchal mit dem Konter. Haben ihn noch, Sami geht vorbei am ersten. Fidelis geht auch vorbei. Aber jetzt haben wir ihn. So, weiter geht's. Cigerzi, jetzt hat er Platz. Cigerzi auf Son, aber der läuft nicht. Gut gemacht. Son ist nochmal da. Mit dem Ball auf Esswein. Oh. Aber auch der konnte nicht ankommen, Mensch. Gibt aber nochmal die Ecke. Wechsel jetzt hat bei Funchal. Wir müssen gar nicht groß was verändern. Das sind E-Spieler, die bisher nicht so oft gespielt haben. Die kriegen ruhig mal ein paar Einsatzminuten. Cigerzi! Der Mann hat Bock auf mehr, der Gute. Nach seinem ersten Treffer jetzt ein paar gute Chancen gehabt. Anderlecht mit dem 2-1 gegen Melby. Damit die Führung. Und eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, Stand jetzt müsste Anderlecht und auch wir 6 Punkte vor dem dritten und vierten Rang sein. Und damit eigentlich schon fast weiter, oder? Ich glaube, da zählt sogar der direkte Vergleich. Und da haben wir bisher gegen Funchal. Funchal haben wir zumindest los. Sagen wir mal so, da haben wir beides mal gewonnen. Und ich schätze mal, Melby haben wir auch los. Außer die gewinnen das Rückspiel mit 9-0 gegen uns. Weil dann wären sie insgesamt vom Vergleich her, vom direkten Duell, ein bisschen besser. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus, dass wir das so hoch verlieren. Von daher, Stand jetzt, müssten wir eigentlich in der nächsten Runde sein. Normalerweise müsste da alles klar sein. Da müssten wir das Ticket oder könnten wir das Ticket schon mal buchen. Die Frage ist nur, wohin? So, Kittel, aber erst nochmal konzentrieren hier. Noch haben wir ja hier nicht gewonnen. Noch steht es nur 1-0, auch wenn die guten Portugiesen bisher erst eine Chance hatten, erst einmal aufs Tor geschossen haben. Da kann man schnell noch was anbrennen. Jetzt zum Beispiel. Aufgepasst, die Flanke kommt, gibt nochmal die Ecke. Und da wird wieder Danilo Diaz der Mann sein, der dafür zuständig ist. Der wird die Ecke gleich reinbringen. Der Kapitän bei Funchal mit dem Ball. Roberge kommt nicht hin. Heldon hinten nochmal. Heldon. Heldon hat immer noch den Ball. Keiner geht hin. Oh, und dann die Flanke. Meine Güte. Nochmal die Chance für Funchal. Jetzt gehen wir rein, 66. Ich glaube, jetzt wechseln wir doch mal. Aber wir bringen nicht irgendeinen Stammspieler, sonst der sonst Stammspieler ist, sondern mal jemanden anders. Und zwar, gut, da bleiben gar nicht mehr so viel übrig. König darf mal rein für Esswein. Und Brauers darf rein für Dominguez. So. Für die letzte knappe halbe Stunde nochmal ein paar frische Kräfte, nochmal ein bisschen Spielpraxis sammeln für die ganzen Jungs. Denn ich denke, das Ding ist durch. 1-0 ist zwar knapp, aber wenn ich mich nicht ganz anstelle. Also es liegt zumindest in unserer Hand, sagen wir es mal so. Ein zweites Tor wäre natürlich sowas von beruhigend jetzt, aber ihr habt es gesehen, in den letzten beiden Partien auch jeweils nur 1-0 gewonnen. Aber eben gewonnen und das ist die Hauptsache. Egal wie, Hauptsache mal ein bisschen wieder in Form kommen hier mit ein paar Punkten. Jetzt vielleicht. Nochmal die Chance, so Rupp auf König, der eingewechselte Mann. Schön nach oben und den kriegen wir nicht. Oh, braucht er ein bisschen zu lang. Wenn er sich drehen will oder als er sich da gedreht hat. Jetzt auf jeden Fall wieder Funchal mit der vielleicht nächsten Chance. Oh, was war denn das? Da legt es einen von uns. Und Ruben Ferreira auf Fidelis. Und der ist immer noch da, der Ball. Der ist immer noch heiß. Ach du Güte, Güte. Oh, Miranda mit der Flanke. Der Stegen ist da. So, und jetzt da nach vorne. Jawohl, guter Ball. Beziehungsweise guter Abwurf. Oh, und er legt ihn sich zu weit vor. Und gleich wieder nach außen gespielt. Sehr schön. Und Rupp hat Platz. Oh, und dann braucht er den Ticken zu lang, beziehungsweise kann das Abspiel nicht mehr an den Mann bringen. Aber jetzt vielleicht nochmal die Chance. Son, Heung-min Son, mit der Flanke, König, ein, 2-0. 76. Minute, Daniel König mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Borussia Mönchengladbach nach Vorarbeit von Heung-min Son. Und das ist jetzt die endgültige Entscheidung. Wunderschön gemacht. Erster Ball von König auf Son, der lässt sich Zeit, flankt nochmal in die Mitte. Und König köpft ein. Zum 2-0. Traumhaft gemacht. Und da ist es jetzt ruhig im Stadion hier in Portugal. Ja, die wissen auch, das war's. Normalerweise sollten die hier nicht mehr noch irgendwas erzielen können. Und wahrscheinlich auch selbst in der Europa League jetzt schon raus sein. Wir müssen mal überlegen. Die spielen jetzt noch, oder die spielen, doch, die müssen noch gegen Anderlecht spielen. Mit einem Sieg. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit einem Sieg gegen Anderlecht könnte allerdings noch was gehen.
Aber ist ja uns so egal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. Rupp mit dem Ball in den Lauf von König. Aber der war ein bisschen optimistisch gespielt. Kommt er nicht hin. Heldon. Wird in die Mitte gelegt. Den Hammer. Papadopoulos ist da. Schön gemacht. Ganz oben. Son, der sieht Rupp. Wunderschöner Ball. Auf Lukas Rupp. Ah, der kommt nicht mit. Und Anderlecht mit dem 3-1. Also auch da ist die Entscheidung gefallen. Anderlecht mit dem Sieg. So, jetzt nochmal der Ball. Auf Lukas Rupp. Hat Platz. Oh, aber sein Gegner macht das richtig stark. Alter, wie schnell war der denn jetzt unterwegs? Nicht schlecht. Oh, da kommt man nicht hin. Vielleicht wieder ein zu Null Spiel. Das wäre auch schön. Das vielleicht noch so ein kleines Ziel jetzt in dem Spiel hier. Wieder zu Null zu spielen. Aufgepasst. Funchal macht's eng, macht's spannend. Vielleicht gibt es hier sogar noch einen Treffer. Erstmal nicht. Gut aufgepasst von Papadopoulos. Schön gemacht. Und dann die Abseitsposition von Daniel König, der dann nicht schnell genug rausrückt. Ja, ganz klare Sache. Nochmal der Wechsel. Fidelis wird anscheinend die Partie verlassen bei Funchal. Mal gucken, wer reinkommt, ob die nochmal einen Stürmer bringen. Ich schätze fast schon. Nochmal ein paar frische Kräfte für die letzten 2-3 Minuten. Obayomi kommt rein mit der Nummer 11. Hört sich nach einem Stürmer an. Und jetzt also nochmal der Freistoß in der eigenen Hälfte für Ruben Ferreira. Weiter Ball nach vorne. Gut nach außen gespielt, aber da steht einer von uns. Und dann machen wir es wieder schnell. Ganz unten. Schöner Ball auf Beister. Maxi Beister. Oh, da nimmt er den Ball nicht mit. Beister. Maxi Beister mit der Flanke. Son, drin das Ding. 3:0, 90. Minute. Sein 6. Treffer schon in der diesjährigen Europa League-Saison in 4 Spielen. Das ist mal ein Wert, mein Lieber. Wunderschön gemacht von Beister. Sieht in der Mitte Son, der ganz frei ist und der muss nur noch einschieben. 3:0. Das ist dann schon ein bisschen deutlicher. Und da sieht man, dass wir das Ding hier souverän und verdient gewonnen haben. Gar keine Frage. Jetzt heißt es nur noch hinten schnell zu 0 spielen, damit wir auch das 4. Spiel lang kein Gegentreffer mehr kassieren. Und dann ist der wunderschöne, perfekte Sieg da. So, aufgepasst. Funchal nochmal. Weiter Ball. Und der Schiri macht hier keine Anstalt. Will noch nicht abpfeifen. Aber wir stehen auch gut. Die kommen da gar nicht erst vorbei. Schön gemacht. Die Bock nochmal auf. Cigerzi, aber das war's. 3:0 der Endstand. Wir gewinnen in Portugal auswärts durch die Tore von Cigerzi, von König und von Heung-Min Son. Wunderschön mit 3:0. Die Portugiesen eigentlich ohne großartige Chance. Bester Mann bei uns, Cigerzi mit einer 9,7 und auch De Bock mit einer 8,7. Der ist in der zweiten Halbzeit so ein bisschen abgetaucht, möchte man nicht sagen. Er hat nicht mehr so viel zu tun bekommen, konnte sich dadurch nicht mehr so sehr beweisen. Aber der hat richtig gut gespielt, gefällt mir ganz, ganz stark. Hat sich auf jeden Fall empfohlen, um ihn mal wieder zu bringen, ganz klar. Brauers mit einer 6,3, gut, der ist spät eingewechselt worden. Son mit einer 8,9, König mit einer 7,9, Kittel mit einer 8,3. Aber wie gesagt, Cigerzi mit dem Tor und mit seiner Leistung mit einer 9,7 mit Abstand. Der beste Mann, ganz, ganz stark, was er da geleistet hat. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal mit dem Spiel gegen Funchal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.